Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Wochenendausgabe des Tagesenergie-Orakels. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sabrina und ich freue mich gar sehr, dass du hier bist. Wir sparen uns heute mal das ganze Vorgeplänkel. Ich glaube, ihr wisst, wie Kartenlegungen funktionieren. Ich habe heute keine Lust, alles von vorne zu erzählen. Also willkommen hier in meiner kleinen Runde. Herzlich willkommen, falls du neu bist. Und auch wenn du nicht neu bist, auch herzlich willkommen. Meine Güte, da will man es kurz halten, dann wird es doch wieder so lang. Also, nu, Buddha bei die Fische. Wir nehmen hier heute wieder zuerst eine Karte aus dem Dein Herz kennt den Weg Kartenset. Und zwar will keine kommen, weil die Karten so riesig sind. Ich ziehe mal eine. Ene, mene, mu. Und wir nehmen diese hier. So. Höre auf zu grübeln und befreie dich von der Illusion, dauernd etwas erledigen zu müssen. Lausche stattdessen der Stimme deines Herzens. Es gibt nichts, was du schaffen musst. Alles ist vollkommen, so wie es ist, auch du. Also relax, genieß das Wochenende, wenn du kannst. Ne? Komm mal ein bisschen runter, raus aus dem Kopf. Mach dir nicht über alles und jeden Gedanken. Die ganze Welt da draußen kann auch mal ein paar Stunden ohne dich auskommen. So. Wir nehmen ein paar Tarotkarten, um mal zu unterstreichen. Ja. Was sag ich? Hier ist die Herrscherin. Na, geh in deine eigene Kraft. Setz dich auf deinen Thron. Mach den Kopf aus. Kümmer dich nicht um die Probleme, Sorgen und Nöte der ganzen Welt, sondern komm bei dir an. Wenn du magst, leg einen Beauty-Tag ein oder so. Mach's dir auf jeden Fall irgendwie schön, gemütlich und sexy und wunderbar. Einfach strahlend, ne? Hier, komm zur Ruhe gedanklich. Hier haben wir einmal die 7 der Stäbe auf dem Kopf. Ich lege sie jetzt mal richtig rum, das irritiert mich immer, wenn die falsch rumliegt. Aber dieser Kampfmodus hier. Dieses Abrackern am Außen, dieses ganze Hin- und Hergezerren in deinem Energiesystem, das fließt jetzt halt alles raus. Ne? Du darfst das einfach mal sein lassen. Lass den ganzen Scheiß da draußen, wo er hingehört. Alles, was nicht unmittelbar wirklich was mit dir zu tun hat, ist heute unwichtig. Ne? Entspann dich, relax, meditier. Mach irgendwas Schickes für deinen Körper hier mit der Herrscherin und der Hohepriesterin. Ich wusste es. Ne? Ich wollte gerade schon Hohepriesterin sagen. Esto, Knesto, was wollen wir denn noch sagen? Na? Gibt's doch diesen schönen englischen Spruch. Be the Empress in the Sheets and the High Priests in the Street. Also, du darfst ruhig femme fatale im Bett sein und gleichzeitig wissen, wer du bist im Leben. Ne? Du hast hier deinen Standpunkt. Alter Falter, also ihr Männer, falls ihr Männer seid, ihr seid natürlich nicht ausgeschlossen. Aber hier, falls sich das um euer Gegenüber drehte, habt ihr echt eine Sahneschnitte. Ne? Lasst sie nicht gehen. So, und alle Frauen da draußen, ihr seid wundervoll. Ganz ehrlich, verkauft euch nicht unter Wert. Ne? Lasst euch nicht von der Gesellschaft da draußen erklären, dass ihr irgendwie anders sein müsstet, als ihr seid. Jeder, der euch ins Grübeln bringt, ob ihr hübsch genug seid oder genug leistet oder schlau genug seid. Jeder, der euch einfach irgendwie Minderwertigkeitskomplexe überstülpen möchte, den dürft ihr im hohen Bogen in den Hintern treten und einfach gehen lassen. Ne? Wir erinnern uns an die Sache von gestern, an diese Sache, die sich Tagesenergie-Orakel nennt. Gestern wurde uns schon gesagt, wir sollen loslassen. Loslassen, aufhören mit der Vergangenheit, vergeben, vergessen, wegschieben, überwinden. Weil, meine Güte, was wollen wir denn hier noch? Na, wir haben hier diese krasse Chance, endlich in das volle Potenzial zu kommen. Hier ist einfach diese unfassbare Yin-Energie, diese weibliche Urpower einfach total abgebildet. Ich kann es nicht anders sagen, das ist einfach der Knaller. Ich würde ganz gerne nochmal hier mit dem anderen Tarot erklären, was wir vielleicht noch wissen dürfen darüber, wie wir hier diese 7-Stäbe-Situation vielleicht auflösen. Weil 7 Stäbe ist dieses Grübeln, Nachdenken, Rumeiern, sich gedanklich an irgendwas festhalten, beziehungsweise sich
sich auch emotional noch in der Vergangenheit verstrickt sehen und immer wieder gegen Windmühlen kämpfen. Na, du bist hübsch, so wie du bist. Und du bist auch klug und intelligent. Und warum solltest du dich unter deinem Wert verkaufen? Na, warum solltest du bloß aus Traurigkeit oder Einsamkeit deinen Wert verkaufen? So, was haben wir hier noch? So. 6 Münzen. Königin der Kelche, 10 Münzen, ja. Alles klar. Also in dem Moment, wo du deinen ganzen Wert erkannt hast, wo du erkannt hast, dass du fruchtbar bist, dass du Leben erschaffst, dass du ein Portal bist, damit neue Seelen in diese Welt geboren werden. Wir halten hier den Kasten am Laufen, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Das ist jetzt nicht, weil ich Männer nicht mag, ganz im Gegenteil. Aber es ist ein Wunder, was hier geschieht. Und jeder, der die Augen nicht aufmacht und nicht sieht, dass diese Fruchtbarkeit und diese Feinfühligkeit und diese Empathiefähigkeit, das ganze Gefühlsspektrum, was wir Frauen in uns tragen, wer das nicht sieht, dass das wertvoll ist und beschützt gehört, der hat einfach einen an der Waffel. Wir sind heutzutage, also nicht wir jetzt, sondern die Menschheit an sich, ist so fehlgeleitet. Männer werden immer weiblicher oder immer extrem männlicher auf eine negative Art und Weise. Es fehlt an weiblichen Frauen und männlichen Männern. Wir sind über Generationen hinweg verbiestert, verbittert und hart gemacht worden. Wir sollten lernen, wieder zurückzukommen zu unserer Ursprungsstruktur. Und das erfordert so viel Mut. Es erfordert echt einen riesen Haufen Mut, um sich nicht diesen gesellschaftlichen Rollenklischees von heute hinzugeben. Also nicht, weil ich keine Frau bin, die gerne arbeitet. Ich bin Mutter, ich arbeite gerne und ich bin auch nicht gerade doof. Ich habe auch ein sehr männlich strukturiertes Gehirn. Aber trotzdem wäre es jetzt auch für mich an der Zeit, mich mal wieder etwas fallen zu lassen, Last abzugeben, in meine Weiblichkeit zu kommen. Aber in diesem Gesellschaftssystem, in dem wir leben, ist das ja kaum möglich. Da muss man ständig funktionieren, muss ständig Leistung bringen, muss ständig alles hinkriegen. Das gibt mir gar nicht die Gelegenheit, meine volle weibliche Seite auszuleben, mein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Und vielleicht geht es dir ebenso. Vielleicht musst du einfach alles sein, Mutter und Vater gleichzeitig. Du verdienst Geld, du musst deinen Lebensunterhalt bestreiten und hast dadurch gar nicht die Zeit, so viel in deiner Weiblichkeit zu fließen, wie es angemessen wäre. Aber mit den 6 Münzen und den 10 Münzen, mit der Königin der Kelche ist hier angezeigt, dass hier jetzt Dividenden ausgeschüttet werden. Hier wirst du, indem du ruhig bleibst, indem du Gelassenheit praktizierst und nicht mehr hier gegen Windmühlen kämpfst und einfach weißt, dass du da, wo du bist, richtig bist. Na, versuche noch tiefer einzutauchen in dein weibliches Urpotenzial, beziehungsweise ihr Männer natürlich auch. Na, versucht in eure Männlichkeit einzutauchen und nicht in ein aggressives Macho-Gehabe und auch nicht in so eine metrosexuelle, gay, High-Heels-tragende Lack- und Leder-Menschheit, so wie der Präsident von gewissen Ländern. Also versucht wieder herauszukitzeln, was für euch wirklich weiblich ist und was für euch wirklich männlich ist. Und dann versucht das ein bisschen zu betonen. Also ich glaube, ich werde immer eine Frau sein, die einfach auch mit Männern immer nur rumhängt. Und ich bin halt so strukturiert, aber ich freue mich jetzt auch über neue weibliche Kontakte, die ich im Leben habe. So, und wenn du vielleicht nur weibliche Kontakte hast, ist es vielleicht an der Zeit, auch mal einen männlichen Freund in deinen Zirkel einzubauen. Na, guck immer hin, auf welcher Seite die Waagschale ist. Hier ist jetzt keine Waage drauf, aber auf der 6-Münzen-Karte ist eigentlich eine Waagschale drauf. Jetzt hat hier gerade der Wind eine Karte weggeweht. Wartet mal, ich sammle sie mal ein. Und zwar die 2 der Münzen. Na, Balance. Also hier ist es gut dargestellt. Ne? Hier jongliert nicht jemand mit Möglichkeiten, sondern hier hat jemand die Balance gefunden. Schau, was du noch besser ausbalancieren kannst. Ne? Es geht darum, das Gleichgewicht zu halten. Nicht nur weiblich zu sein, nicht nur fließend, empfangend und annehmend. Nein, es geht auch darum, männlich zu sein. Also männliche Qualitäten zu haben, jetzt nicht männlich an sich, sondern männliche Qualitäten zu haben. Klug zu sein, vorauszuplanen, räumlich denken zu können und so weiter und so fort. Und es ist an der Zeit, hier vorwärts zu streiten. Guck mal, wir haben so viele Münzkarten hier.
Und von allem etwas. Ne? Wir haben Stäbe, Schwerter, Kelche, aber vor allen Dingen Münzen hier unten. Und ich glaube, du bist da ganz gut aufgestellt. Wir haben auch nur gerade Zahlen im Endeffekt hier liegen, die richtig rum sind. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch von Bedeutung, dass alles gerade ist und nicht schief oder schräg oder ungerade, wie auch immer. Spüren dich rein, wo noch etwas in den Ausgleich gebracht werden darf, wo du vielleicht deine weibliche oder deine männliche Seite überbetonst oder wo du einfach noch undefiniert bist. Ne? Kitzel hier wirklich das volle Potenzial aus dir raus. Hol das Power-Vibe raus und sei auch klug genug, alles mit Schlauheit zu untermauern. Ne? Wisse, wo du stehst. Mach dich hier nicht so weiblich bedürftig. Ne? So, oh, ich warte auf den Ritter, der kommt und mich rettet. Ich bin so ein armes Ding. Hilfe, Hilfe. Sondern du sollst doch wissen, was du weißt. Sei klug, steh zu deinen Überzeugungen und dann werden die richtigen Leute in dein Leben geschickt werden. So, das war's für heute. Bis morgen. Tschüss.